So, New York, Chicago, Dubai, wo es alles schon Platzhirsch-Videos gab. Jetzt gibt es eine neue Ausgabe und für diese Ausgabe bin ich nach Toronto gereist. Und was ich hier erlebt habe, das siehst du in diesem Clip. Viel Spaß! Und bevor es jetzt losgeht mit den ganzen Infos, erstmal vielen Dank an alle die, die meinen Kanal abonniert haben und die sich die Videos immer anschauen und mir ganz viele Kommentare schicken. Es gibt inzwischen über 20.000 Aufrufe von meinen Videos. Das ist echt fantastisch für diesen kleinen Spartenkanal. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann musst du es jetzt machen, bevor ich dir alle Infos zeige zu Toronto. So, wow, ist das ein Sonnenaufgang direkt hier mit der Skyline von Toronto? Wenn du mich fragst, ich würde auf jeden Fall Toronto nicht nur als Stadt machen, sondern ich würde sie dreiteilen, die Reise. Und zwar ist es für mich so ein bisschen ein magisches Dreieck. Ich würde nach Toronto fliegen, das ist ganz einfach von Deutschland, mit Lufthansa oder Air Canada, gibt es auch direkt von Berlin, von Frankfurt oder von München und dann kommt man direkt hier in Kanada rein. Und ich würde gar nicht zuerst nach Toronto gehen, sondern ich würde erst in den Norden gehen. Und zwar circa 2 Stunden von Toronto bei Bus. Oder natürlich, man kann auch mit dem Wasserflugzeug fliegen, fliegt man direkt in die Natur mit den Tausenden von Seen, mit diesen tollen Wäldern. Und Indian Summer ist natürlich dafür absolut prädestiniert, weil es dazu noch die tollen Farben hat. So, was man da alles erleben kann, im Norden, bei den Bären, bei den Elchen, bei den Wölfen, das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß mit meinem kleinen Trip im Norden. Natur und Kanada, das gehört absolut zusammen. Und ich befinde mich hier ungefähr 2 Stunden nördlich von Toronto in einer wunderschönen Gegend, wo das Thema Natur absolut gelebt werden kann. Ob ihr Bären seht, ob ihr einen Elch seht, kann ich euch sicherlich nicht versprechen. Aber ich kann es eins garantieren, es ist eine riesige Artenvielfalt und es befindet sich direkt hier am Fuße des Hotels. Ich möchte euch empfehlen, und zwar hier oben seht ihr durch die Bäume durch, das JW Marriott. Schauen wir uns gleich noch mal ein paar Bilder an. Wunderschönes Hotel, ganz toller Style, tolle Zimmer. Tipp von mir, nehmt die Zimmer mit Seeblick. Die sind wirklich fantastisch, wenn ihr morgens die Sonne aufgeht. Und es gibt auch ganz tolle Restaurants, man kann hier Barbecues machen. Und das Tolle daran ist hier, man kann hier wirklich einen Tag mal in der kanadischen Natur verbringen. So, mit ein bisschen Glück kann man auch das ein oder andere Tier sehen. Und der Highlight ist bei diesem Hotel, was wirklich fantastisch ist, man kann vom Flughafen Toronto oder von der Stadt aus innerhalb von 50 Minuten mit dem Wasserflugzeug direkt hier vorne, da wo das kleine Boot gerade lang fährt, da kann man direkt mit dem Flugzeug landen. Und das ist natürlich, egal ob ich jetzt privat hier bin oder mit einer Incentive-Gruppe, ein absolutes Highlight. Also dieses Hotel hier hinter mir in Verbindung mit dieser wunderbaren Natur ist absolut empfehlenswert. Und da sollte man für 2 Tage in die Incentive-Reise in und um Toronto mit einbauen. So, und jetzt kommt noch ein kleiner Geheimtipp. Für alle die, die sagen, das JW Marriott ist mir zu Hotel und noch zu wenig Natur, was ich kaum glauben kann, für die habe ich noch ein besonderes Highlight, und zwar Arrowhead Pines. Schaut euch mal ganz kurz diese Natur inmitten von Kanada an. Und diese kleinen Häuschen jetzt im Hintergrund von mir, zeige ich euch gleich mal auch ein kleines Foto, wie das drin ausschaut. So liebevoll eingerichtet, das glaubt man kann. Hier drüben ist das Restaurant. Da gibt es alle Mahlzeiten von richtig guter Qualität. Und direkt vorne sind alle Möglichkeiten für Wassersport. Wie zum Beispiel sieht man hier vorne, kleines Kajak, kann man früh am Morgen lustpaddeln. Und da stehen die Chancen richtig gut, hier auch in echt zu sehen. Also das ist so der Geheimtipp, den man unbedingt im Norden von Toronto, also hier in Kanada, machen muss. Daumen hoch. Mein Highlight. Hier fahre ich auf jeden Fall mal privat her, mache Urlaub und natürlich für Incentive-Gruppen, eher die kleineren, ideal geeignet. So, zurück vom Norden würde ich natürlich ungefähr nach 2 Tagen oder 2 Nächten dann in die Stadt reingehen und würde ich mich direkt um Toronto kümmern und einfach ein bisschen schauen, dass man sagt, man fährt mal auf den CN Tower hoch. Man schaut mal wirklich Downtown, was gibt es alles für Möglichkeiten. Da gibt es eine Menge Sehenswürdigkeiten, die sich lohnt anzuschauen. Ein paar Bilder blende ich an der Stelle mal ein. So, der Stadtkern besteht vor allem aus hohen Bauwerken, wie man hier sehen kann. Im Großraum von Toronto gibt es nahezu 2000 dieser hohen Gebäude, also alle die, die über 30 Meter sind. Also 2000 Gebäude über 30 Meter Höhe.
Damit besitzt Toronto nach New York City die zweithöchste Anzahl an Hochhäusern auf dem nordamerikanischen Kontinent. Absolutes Wahrzeichen der Stadt ist natürlich der 1976 fertiggestellte CN Tower. Bis 2009 war er noch mit 553 Metern der höchste Turm der Welt. Inzwischen natürlich abgelöst vom Burj Khalifa in Dubai. Und es gibt eine Menge andere Bauwerke, die schon in den Bauplänen stecken und das noch abzulösen. Was auf keinen Fall fehlen kann, und das ist so ein bisschen der dritte Teil in meinem magischen Dreieck, ist ein Besuch der Niagara-Fälle. Das ist ungefähr 2 Stunden von hier entfernt. Was man da erleben kann oder was ich euch empfehlen würde und was ich so alles gemacht habe, das siehst du jetzt in diesem Teil des Videos. Viel Spaß! Circa 2 Stunden von Toronto entfernt befinden sich die Niagara-Fälle, die in jedem Incentive ein ganz wichtiger Bestandteil sein sollten. 52 Meter hoch, viel Wasser und das kann man gleich mal sehen. Also ein Muss. Davor sollte man ein privates Zelt buchen, kann man schön Kaffee zum Beispiel nehmen, dann ein privates Boot und dann direkt ran an die hohen Wasserfälle. Die höchsten der Welt. Habe ich noch. Ich persönlich würde nicht ganz vorne auf dem Boot stehen. So, und für wen es vom Wasser aus noch nicht spektakulär genug ist, der kann auf jeden Fall noch mal in den Helikopter steigen und dieses ganze Spektakel Niagara-Fälle von oben aus anschauen. Das mache ich jetzt auch. Ein besonders schönes Highlight ist, dass man mit dem Helikopter direkt im Weinanbaugebiet landen kann. Das ist nahe gelegen, man kann es also auch mit Gruppen machen, bis zu 50, 60 Leuten und kann binnen kürzester Zeit die Leute hier mit dem Heli herschatteln. Und nach einem spannenden Vormittag, also mit einer Bootstour, mit dem Helikopter und so weiter, kann man hier ganz entspannt sehr lecker zum Mittagessen noch ein Glas Wein verkosten und nach den ganzen Erlebnissen am Vormittag hier ein bisschen entspannen, bevor es anschließend von hier aus wieder zurück in die Stadt, also sprich nach Toronto geht. So, und am Ende natürlich noch was in eigener Sache. Wenn du eine Incentive-Reise planst, ein Event oder eine Veranstaltung in Kanada und du möchtest gerne auf mein Know-how, auf mein ganzes Wissen, was ich mir die Tage hier angeschaut habe, zurückgreifen, kein Problem, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, ich bespreche sehr gerne mit dir alle Details und gebe dir wirklich alle Infos und alle Kontakte 1:1 weiter und plane das für dich als komplette Reise. Also, nimm Kontakt auf und dann sehen wir uns vielleicht mal hier in Toronto und besuchen diese wunderschöne Stadt. Bis dahin, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle Abonnenten dieses Kanals. Wer es noch nicht gemacht hat, jetzt die letzte Chance in diesem Video. Abonnieren. Bis bald.